Jo, moin. Aurich Vlog 01. Es ist. Wie spät ist es? 5.42 Uhr. Und alle anderen müssen zur Schule. Und ja, ich warte jetzt darauf, dass wir zum Bahnhof kommen und muss noch meine letzten Sachen packen. Okay. Guck da die Peks drauf mit der Canon 5D Mark IV. Er hatte die Canon 5D Mark IV am Start. Ich hab die Sony Alpha 58 genutzt. Das wäre niemandem aufgefallen. Wir sind jetzt hier in Aurich im Hotel. Moment, ich mache einen kleinen Schwenk dadurch, aber ich zeige eben das Bett. So. Toll. Und ich kann mich jetzt nicht melden, aber wir haben gerade gewonnen. Also es war eine Preisverleihung und wir. Ja, wir sind. Wir sind halt Erster geworden in unserer Altersklasse. Das heißt, dass wir theoretisch in Klasse 8 bis 10. Die beste Filmer Niedersachsens sind. Vielleicht ein bisschen auf die Spitze geschrieben, aber gut. Ich bin jetzt. Im Moment bin ich nicht mehr so geflasht. Ich konnte da einfach nicht. Ich werde ein paar Snapchat-Bilder, ein bisschen was reinhauen. Ich war ultra geflasht. Und es war so geil. Also, YouTube The Movie, eigentlich ein Projekt, was aus reiner Spontanität entstanden ist, ist dann im Endeffekt sowas geworden. Hätte ich nicht gedacht. Umso mehr freut es mich. Und auch an dieser Stelle möchte ich nochmal allen bedanken. Und ja, also natürlich wird's mehr kommen und vielleicht kommen auch noch morgen hier der ein oder andere Vlog, aber nichts Ernsthaftes. Hier ist übrigens mein Filmklappe-T-Shirt, das ist ja. The Holy Bible mit Gum. Yo, danke, dass ihr euch meinen Aurich-Vlog angesehen habt. Es hat mega viel Bock gebracht und ich danke nochmal an alle, die bei diesem Projekt in irgendeiner Art und Weise dabei waren. Es war mega geil und auch wirklich an diejenigen, die auch nur im Hintergrund gewirkt haben. Auch wirklich danke, 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 danke. Ihr seht übrigens, ich bin vielleicht etwas heller als sonst, bin ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man das nicht. Ja. Und wir haben ja tatsächlich, wie ihr hier seht, gewonnen. Hiermit das ganze Finger an. Das ist ja nun das, nicht das Spezielle, aber hier Elbe Weser, das müsste jeder eigentlich von wissen, der das Video sieht. Wenn nicht, schäm dich nicht, sondern guck Videos von mir. Also musst du dich doch schämen, weil du keine geguckt hast. Aber was ja nun wirklich relevant war hier, Filmklappe 8 bis 10 Siegervideo. Unglaublich geile Leistung, wirklich richtig geil. Und ich bedanke mich nochmal, ich bedanke mich nochmal bei allen, die mitgemacht haben. Es hat richtig viel Bock gebracht und wir gehen jetzt auch straight forward in die nächste Filmklappe. Aber es werden natürlich auch nur Projekte kommen, auf die ich wirklich Bock habe. Also wenn ich keinen Bock mehr auf die Filmklappe habe, weil ich, keine Ahnung, schon eine Red habe. Und hier übrigens noch der Statue im Academy Awards Stil, glaube ich so zumindest. Dann wird dann eben auch nichts mehr kommen. Hier jetzt nochmal daran angeschlossen. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck daraus gewinnen aus dem Vlog, wie geil das war. Vielleicht nicht ganz genug, aber ich brauchte dann eben auch meine privaten Momente. Und ja, hier ist Arne, die Siegerfilmklappe, die brauche ich jetzt gar nicht holen.
Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wäre mega geil, wenn wir zusammen weiter straight forward rücken könnten, wenn wir zusammen was erreichen können. Und wir haben ja schon zusammen mehr als eine ganze Menge erreicht. Von daher freue ich mich umso mehr, dass es jetzt auch weitergeht. Das heißt nicht, dass wir immer einen Preis kriegen. Das heißt auch mal, dass wir vielleicht mal ja auch Pause machen. Aber das heißt, dass wir generell straight forward gehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, im letzten Video, in irgendeinem Video von mir. Oder wir sehen uns, indem wir live was drehen. Bis dann, Leute. Ciao.